Der erste Preis, den wir heute Abend vergeben wollen, das ist der Medienprojektpreis. Der Medienprojektpreis ist mit 2000 Euro dotiert und wird für besonders innovative und wegweisende Medienprojekte verliehen. In diesem Jahr geht er an das Team von Steuerung F, benannt übrigens nach der gängigen Tastenkombination für Suche am Computer. Steuerung F ist der journalistische YouTube-Kanal des ARD-Magazins Panorama. Ein journalistisches Rechercheformat auf YouTube, keine Schminktipps, keine niedlichen Tiervideos, keine Influencer, sondern investigative Dokumentationen zu relevanten gesellschaftlichen und politischen Themen. Dass das geht und viele junge Menschen erreicht, das beweist Steuerung F jede Woche aufs Neue. Sehr geehrte Damen und Herren, 2019 war ja nicht nur das Jahr von Klaas Relotius, sondern auch das Jahr, in dem sowohl die Politik als auch die klassischen Medien unter Schmerzen erkennen mussten, dass YouTube wirklich relevant für die öffentliche Meinungsbildung ist. Und das liegt natürlich auch an dem kurz vor der Europawahl veröffentlichten Video des YouTubers Rezo, das Sie selbst vielleicht nicht gesehen haben oder nicht in voller Länge. Unsere Kinder und Enkelkinder, unsere Nichten und Neffen aber haben es schon gesehen. Man kann darüber streiten, ob Rezo ein Journalist ist. Er selbst nimmt das ja gar nicht für sich in Anspruch. Und klar ist aber, wer auch Jugendliche mit Qualitätsjournalismus erreichen will, der darf Plattformen wie YouTube nicht ignorieren. Das Problem ist, wie verschaffen wir Journalisten uns dort überhaupt Gehör mit sorgfältig recherchierten Filmen zu aktuellen Themen? Denn Agitation und Propaganda, steile Thesen und überspitzte Formulierungen sind ja lauter und wecken mehr Emotionen. Und dazu kommt, wir kontrollieren diese Plattformen ja nicht. Wir können nur versuchen, ihre Mechanismen und Algorithmen zu verstehen und für uns zu nutzen. Und bitter ist ja auch, dass diese Konzerne am Schweiß unserer journalistischen Arbeit verdienen, ohne dass sie uns dafür bezahlen müssen. Das kann einen schon dazu bringen, nichts mit YouTube zu tun haben zu wollen. Nur mit dieser Haltung gewinnt man den Wettstreit um die Aufmerksamkeit junger Leute bestimmt nicht. An der DJS, an der Deutschen Journalistenschule, denken wir ständig darüber nach, wie anspruchsvoller Journalismus in den sozialen Medien funktionieren kann. Und unsere Schülerinnen und Schüler experimentieren und entwickeln Formate für Plattformen wie Instagram oder YouTube. Hier muss ich auch kurz mal meiner hochgeschätzten Absolventin Marieke Reimann, die vorhin hier auf dem Podium saß, widersprechen. Die DJS bildet beileibe nicht nur für die Redaktionen der großen etablierten Medienhäuser aus. Und in dieser Ausbildung ist eines unserer Vorbilder das Format Steuerung F, weshalb ich mich besonders freue, dass es heute einen Otto-Brenner-Preis erhält. Steuerung F zeigt, dass es funktionieren kann, junge Menschen auf YouTube nicht nur mit Meinungsstücken oder Tutorials zu erreichen, sondern auch mit investigativem Journalismus. Die Reporterinnen und Reporter gehen schwierigen, komplexen Themen nach, wie Produktfälschung, wie Rechtsextremismus, wie Flüchtlingshilfe, wie chronischen Erkrankungen oder Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Und sie erzählen sehr subjektiv, sie nehmen ihr Publikum mit auf die Recherche, aber sie arbeiten dabei nie reißerisch, sondern immer sorgfältig
und transparent. Und nebenbei, und das finde ich so eins der besonderen Besonderheiten von Steuerung F, nebenbei geben sie auch immer Einblicke in die journalistische Arbeit. Sie setzen sich auch mit der Plattform selbst, auf der sie publizieren, und mit den YouTubern auseinander. Und das ist garantiert was, was auch alle anderen Medien tun sollten in der Zeit, die Frau Grütters gerade beschrieben hat. Also herzlichen Glückwunsch an das Redaktionsteam von Steuerung F. Der Medienprojektpreis für das Team von Steuerung F. Bitte kommen Sie zu uns. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Bei mir sind jetzt Dietmar Schiffermüller und Lutz Ackermann aus dem Team. Das war auch noch nicht das ganze Team, sondern wie viele sind das insgesamt bei Steuerung F? Wir sind so 20, 30 Leute mit Satelliten drumherum. Je nach Geschichte. Also manchmal kommen Geschichten von ganz außen und die sind natürlich auch willkommen bei uns, ja. Klar. Fühlen Sie sich so ein bisschen wie Pioniere, journalistische, richtig lange Recherchen, Dokumentationen? Das ist ja auf YouTube noch so ein bisschen was Exotisches, oder? Ja, also klar ist, also YouTube ist nicht der natürliche Lebensraum für Journalismus und wir haben Biotop gefunden und versuchen es zu vergrößern. Und ich sage immer, es gibt eine gute Nachricht, die jungen Menschen, die wir erreichen wollen, die wollen Journalismus tatsächlich. Also nicht alle, manche wollen auch nur Let's Plays oder Unboxing-Videos, aber viele wollen Journalismus. Und das Interessante ist, die verstehen ganz genau, was Journalismus ist und was die Simulation davon ist. Und wir wollen halt Journalismus machen mit den Maßstäben des Journalismus. Sie erreichen ganz schön viele, also rund 400.000 Abonnenten gibt es inzwischen, ein bisschen drunter, und 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt bei Steuerung F. Davon die meisten unter 35, also junge Leute. YouTube folgt nun seinen eigenen formalen und ästhetischen Regeln, damit man dort wahrgenommen wird. Wie weit muss man sich da auch im Stil, in der Form, diesen Form auf YouTube anpassen? Wie machen Sie das? Also die Filme sind jetzt auch keine Raketentechnik. Es ist gar nicht so viel anders als das, was wir früher gemacht haben, dramaturgisch gesehen. Es ist ein bisschen mehr Glutamat drin, das stimmt. Es ist ein bisschen subjektiver, es ist ein bisschen mehr behind the scenes. Das ist so. Persönliche, ich glaube, Zugänge, ja, natürlich auch. Ja, ne? Ich glaube, entscheidend ist die Ansprache. So diese alte asymmetrische Welt des Fernsehens. Wir machen Filme und ihr müsst sie gucken. Die ist vorbei. Und das erleben wir jeden Tag, weil wir auch einen Rückkanal haben. Wir werden ja in den Kommentaren auch angeschrieben und antworten auf die Menschen, die unsere Videos gucken. Und es verändert unseren Blick auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich glaube, diese Ansprache ist das, was anders ist. Auf Augenhöhe. Wir fangen an in der Recherche am Anfang, so ist es ja immer, gehen auf die Reise, nehmen alle mit, drehen alles. Und mit journalistischen Maßstäben durchdringen wir die Sachen, legen sie hin, sagen auch nicht, was die Leute denken sollen, aber haben eben die Sachen durchdrungen und machen ein Angebot. Und ich glaube, das spüren einfach die Leute, wenn man nicht oben ist und sie unten. Und sehr enger Kontakt eben zu den Usern, zu denen, die gucken, bringen die auch Themenvorschläge oft rein, wenn die irgendwie ein Thema haben und das können sie aufgreifen? Findet das auch statt? Das findet auf jeden Fall auch statt, ohne Ende. Also es gibt ganz viele Kommentare, Zuschriften. Wir waren vorher und sind es immer noch im linearen Fernsehen tätig und waren da irgendwie versunken, hatte ich das Gefühl. Also es gab kaum noch Kontakt zum Publikum, muss man ehrlicherweise sagen. Drei bis fünf Mails, die nach so einer Sendung kamen, und auf einmal haben wir
hunderte Kommentare. Und davon sind auch viele einfach sehr klug und auch sehr viele wichtige Hinweise. Und man muss dazu sagen, wir haben auch ein super Team. Also neben natürlich der Kollegin Salome, die noch da sitzt, und Anna Ort, die jetzt in der Redaktion gerade aktuell am Film arbeitet, und Sven Lohmann, haben wir halt ganz, ganz viele Autoren, die halt einfach auch tolle Themen mitbringen. Also die gute Nachricht, es gibt nicht nur eine interessierte Zuschauerschaft, sondern wir haben auch richtig gute Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten, die Bock haben und die tolle Themen haben und die auch immer wieder überraschen. Und man feststellt, so viel müssen die gar nicht mehr lernen, die sind einfach schon richtig gut. Und, was wir nicht vergessen sollten, ist auch nochmal zu erwähnen, es wurde gesagt, das ist von Panorama, das ist richtig, aber Funk spielt ja nicht eine ganz unwichtige Rolle dabei. Also es gibt da noch einen wichtigen Partner für uns, also das ARD-ZDF-Netzwerk, was auf YouTube halt schon sehr, sehr viele andere Formate auch in der Richtung hat. Also wir sind nicht die Einzigen, es gibt da ein paar andere sehr, sehr gute Formate, die auch Journalismus machen, und das funktioniert. Also das ist die Zukunft auch für den öffentlich-rechtlichen Journalismus, rein in die sozialen Medien. Um es auch mal hart zu sagen, wenn man sich die Zuschauer anschaut bei ARD und ZDF, wir sind stolz auf sie, wir freuen uns, dass sie uns gucken, aber sie sind ja schon was älter und die Jüngeren fehlen komplett, und das ist eigentlich schockierend, und ich will das jetzt nicht, aber ich glaube, es ist nicht nur das, was wir machen, sondern da generell gibt es viele Anstrengungen, gerade auch von Funk, aber auch irgendwie in den ganzen Landesfunkhäusern, auch beim ZDF, zu überlegen, was macht man da, aber das muss auch noch viel, viel mehr werden und stärker werden, sonst sterben wir aus. Allerdings, Ihr Ansatz ist schon mal eine große Hoffnung. Vielen herzlichen Dank. Danke. Tschüss.